Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie beim Laptop das Touchpad ein- oder ausschalten können. Genau gleich können Sie auch den roten Trackpoint ein- oder ausschalten. So gelangen Sie zu den Einstellungen. Drücken Sie unten links die Funktionstaste Fn und oben bei der Taste F9 das Zahnrad. So gelangen Sie zu den Einstellungen, klicken Sie hier auf Drucker und Maus und Sie finden hier Maus und Touchpad. Alternativ können Sie auch hier unten auf die Lupe klicken und gerade nach dem Touchpad suchen. Sie sehen hier Einstellungen für Maus und Touchpad. Hier sind wir bereits. Da oben können Sie die Mauseinstellungen vornehmen und ein bisschen versteckt hier unten weitere Mausoptionen. Damit ist eben das Touchpad und der Trackpoint gemeint. Das hier ist der Trackpoint und hier unten das Touchpad. Mich stört es immer, wenn ich am Laptop arbeite, dann berühre ich immer aus Versehen das Touchpad und es passieren komische Dinge mit der Maus. Deshalb schalte ich das hier gerne aus. Also das Touchpad ausschalten. Komischerweise kann ich nicht beides miteinander ausschalten. Der Trackpoint bleibt aktiv. Das stört aber nicht groß, denn dieser ist ziemlich versteckt. Und übernehmen. Okay, das war's. Und das Touchpad stört Sie nie mehr. Natürlich können Sie auch auf dieselbe Art das Touchpad wieder einschalten und zum Beispiel den Trackpoint hier abstellen. Das Touchpad bleibt dann aber aktiv. Übernehmen. Okay, das war's.